Don't play your rock and roll to me. Well, I know you think I'm crazy, hang around. Geimpft, getestet, genesen, Gasseln, hieß es am 6. August wieder in der Murauer Altstadt. Neben heimischer Kulinarik, Kunsthandel, Handwerk und Kinderanimation gab es beste Sommerparty-Stimmung vom Hauptplatz aus, die an der Neumannstraße entlang, wo mit Austropop, Jazz und steirischer Musi für alle was mit dabei war. Auch für Speis und Trank war jedenfalls bestens gesorgt. Ohne deine Köstlichkeiten und Spezialitäten darf nicht sein und Gott sei Dank seid dabei. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja. Also für uns war das sehr wichtig, dass wir das Gasteln auch im Corona-Jahr 2021 organisieren. Wir haben das über die Stadtgemeinde abgewickelt, das hat perfekt funktioniert. Großes Dank an den Bauhof, an alle Mitwirkenden. Es ist ein super schönes Fest, glaube ich. Das Wetter spielt mit, mehr braucht es, glaube ich, nicht. Welche Schmankerl gibt es jetzt wirklich? Bei uns gibt es einen Pulled Pork Burger mit einem steirischen Freilandschwein und aus der Fleischerei Keil einen Hotdog mit Steirer Käsekreiner gefüllt. Guten Appetit, sage ich nur. Vielen Dank, ebenfalls. Als Gastronom kannst du ganz zufrieden sein, ne, mit dem Gasseln, weil es ist gut besucht. Also ich bin sehr zufrieden. Für mich ist es ja das erste Mal Gasseln als Gastronom, als selbstständiger Gastronom. Und es macht einfach riesig Spaß. Und wenn man merkt, dass die Leute auch Freude haben, dass sie jetzt wieder mal können rausgehen und was trinken oder was unternehmen oder Musik kaufen. Nicht? Ja, Gott sei Dank heißt heuer 2021 wieder Gasseln und die Stimmung, glaube ich, könnte besser sein. Ich finde es großartig, dass die Stadt sich getraut hat, Gasseln zu machen. Die Stimmung ist großartig, aber trotzdem merkt man, dass die Leute schon darauf achten, ob die 3G-Regeln eingehalten werden. Und ich denke, in Zeiten wie diesen im Freien ist es schon möglich, ein bisschen was zu tun. Und ich glaube, den Menschen tut es ganz gut, mal wieder unterwegs zu sein. Hinter dir wird wieder brav gebackt. Die ÖVP-Frauen sind da immer ganz aktiv mit dabei. Hat Tradition. Es hat mittlerweile Tradition. Ich bin, seit es Gasseln gibt, dabei. Und wir machen immer Gasselnudeln und Gasselmäuse, um mal ein bisschen was anderes zu machen und ein bisschen was anzubieten. Und ich glaube, diese Buntheit beim Gasseln macht das Gasseln aus. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier in Murau spielen dürfen. Für uns eine große Freude nach dieser langen Durststrecke für die Kunst, dass wir endlich wieder öffentlich auftreten dürfen. Mama Beda ist eine Band, die auf steirischen Instrumenten internationale Popmusik spielt. Aber wir können natürlich auch steirisch und Austropop. Aber heute wird das Programm eher etwas internationaler sein und sehr energiegeladen. Man sieht, die Leute sind süchtig danach, dass wieder was veranstaltet wird. Die Gemeinde hat es Gott sei Dank in die Hand genommen. Und wir sind froh, dass das Wetter heute hat. Wir sind stolz darauf, dass wir es so durchführen können. Also als Endresümee, glaube ich, fällt für uns um 22 Uhr sehr gut aus. Was war euch bei der Organisation und Planung dieses Events am wichtigsten? Es war uns wichtig, dass wir viel Kulinarik haben, dass wir zum Essen, zum Trinken haben, dass wir sehr gute Aussteller haben. Und dass wir es bis aufgeschaffen in die Bücherei, dass wir so eine Länge gezogen haben, das ist für uns ein Beweis, dass wir super gute Aussteller gefunden haben. Und ich glaube, es passt. Es ist bis auf ziemlich viel los. Wir hatten insgesamt 10 Bands
Und um 20 Uhr wird es am Hauptplatz dann die Gruppe Mama Peter geben mit unseren alten Bekannten. Und ich glaube einfach, wenn Mora weiterhin so zusammenhaltet, dann ist es auch möglich, solche Veranstaltungen wieder durchzuführen. Und alle Mora und Urlauber werden glücklich sein. Bestes Publikum, beste Stimmung und bestes Wetter waren beim Gasseln 2021 angesagt. Und 3G tat dem Ganzen keinen Abbruch. Green in the camera, we try her a needle.